Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir die Quest für Lilia Hagen abgeschlossen, das Verbrechersyndikat. Aber mir ist kurz darauf ein Teil meiner Aufnahme flöten gegangen. Das heißt, wir haben nicht mitbekommen, wie ich die Quest abgegeben habe. Ich habe nur Erfahrung bekommen, kein Geld, was ich echt ein bisschen dreist finde. Ich habe zwei Wissenschaftswaffen gefunden. Und ich erkläre euch jetzt, wie ich an sie rangekommen bin. Und dann werden wir uns um eine neue Begleiterin kümmern. Viel Spaß. Ja, Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen aufzunehmen. Aber ich habe jetzt locker eine halbe Stunde aufgenommen. Wir wollten ja zuletzt die Wissenschaftswaffe holen, die sich da befunden hat. Und das ist diese hier. Also im Prinzip habt ihr jetzt nicht viel verpasst. Ich habe halt gerätselt, wo die Waffe sein soll. Hab sie dann schlussendlich auch gefunden, ne? Naja, jedenfalls. Wenn man halt hier in diesem Fahrstuhl hier runter geht, dann ist links von uns ein Fahrstuhlschacht. Und da befindet sich diese Waffe. Und das ist Gedankenkontrollstahl. Hersteller unbekannt. Wissenschaftswaffe. Durch ein falsch abgeheftetes Formular wurde eine Marketingforschungsgruppe in ein geheimes Waffenlabor versetzt. Die Gruppe verbrachte Monate damit, ihre neuesten Werbejingles in fortgeschrittene Waffen einzubauen und entwickelte so den Gedankenkontrollstrahl. Nachdem der bürokratische Fehler bemerkt worden war, wurde die Anlage geschlossen und das gesamte Personal an die abgelegensten Außenposten versetzt, die Konzernleitung finden konnte. So. Und dann habe ich gesagt, gut. Habe ich den etwas... Oh, ne. Okay, gut. Habe ich gesagt, gut. Lass uns die Wissenschaftswaffe auf der Groundbreaker suchen. Und das ist die Hammerswiff. Scheiße. Oh, das war auch... Oh, nein. Ich hab den letzten Speicherstand geladen, der ging. Also wirklich, der ging. Scheiße, was habe ich gemacht? Sah das schon immer so aus? Ja. Okay, dann funktioniert die interaktive Kamera zum Glück nicht. Und das war diese hier. Und ich habe bis dahin gespielt. Das heißt, nochmal 10 Minuten in die Zukunft. Das heißt, das, was ich jetzt mache, das kenne ich alles schon. Ich werde es versuchen, so hinzukriegen, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Aber es ist auch nicht schwer. Es ist nicht nur reines Gequatsche. Und das nervt mich jetzt am meisten, weil ich das Gequatsche halt schon kenne. Was gibt Schlimmeres als Gequatsche? Gequatsche, das man schon kennt. Ja. Und zwar wollen wir jetzt Pillendöschen machen. Und es geht um die Nikotindosis von der guten Yoka, die unserem Schiff beitreten will. Das habe ich ganz vergessen, dass die es war, die beitreten wollte. Und dass sie unser letzter Mann ist. Das heißt, Herbert ist es gar nicht. Und dafür müssen wir nach Stellar Bay. Ja, ja. Und das ärgert mich jetzt so sehr, dass ich diese halbe Stunde umsonst... Und dass ihr das nicht mitbekommt. Das war so cool, wie ich als Detektiv gearbeitet habe und versucht habe, die Wissenschaftswaffe zu finden. Ich habe das richtig cool gemacht. Ich habe Leute beklaut, ich habe Gegenstände gekauft, ich hab den ganzen Scheiß gemacht, ne? Da habe ich auf der Karte nach Hinweisen gesucht, habe auf der Karte den Hinweis gefunden, bin hingegangen und dann war sie tatsächlich da. Das ist so ärgerlich. Das ist einfach so ärgerlich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mann. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by any time you like, hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Ja, wisst ihr was? Wir überspringen das Gespräch. Ich hab da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ihr wollt das sowieso nicht hören.
So. Aber was lustig war, war meine Akte. Nicht da. Nyoka. Hinweis des Medizintechnikers. Leberschaden wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Anpassungsprobleme wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Sozialphobie wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Ja, das ist schön. Wir erhöhen ihre Dosis. Und somit kann sie mehr von diesem Koffeinzeug erhalten. Dosis erhöht auf hoch. Warnung. Exzessive Kaffeinoideinnahme kann folgende Nebenwirkungen haben. Reizbarkeit, Erschöpfung, unkontrollierbarer Stuhlgang, Schwindel und Tod. Dabei ist wahrscheinlich der unkontrollierbare Stuhlgang das Schlimmste von allem. Weil den Tod bekommt man nicht mit. Dumm. Nyoka. Was war das denn? Datenspeicher? Ah, das will keiner wissen. So, alternativ können wir noch hier rein. Da befindet sich auch noch mal so ein Zeug, aber erstmal quatschen wir mit dir. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? So. Ich bin hier, um Medizin abzuholen. Eine Art Koffein oder so, oder Steroide. Bless your little heart. You must mean caffeinoid. If it's pep you need, one pill does the deed. Now, dearie, who's this pickup for? Lügen. Genau genommen sind die Pillen für mich. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Ah ja, das ist ja furchtbar. Isn't it just? I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Das war auch noch ganz cool. Ich weiß nicht, Auntie. Dieses Geheimnis musst du schon aus meinen süßen Bäckchen herausquetschen. Aren't you a saucy thing? I may not be a fresh young thing anymore, but with age comes experience, dearie. Das ist aber schnell eskaliert. Maybe some other time then. When Auntie's personal allotment of stimulation is restored. But I'd hate to send you away empty-handed. You were here for caffeinoid, weren't you? Who's it for? So, wir beschleunigen das Ganze. Wenn ich vertraulich sage, sagt sie, ja, nee, das geht nicht. Es ist für Nyoka. Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Nein, nein, du doch nicht. Well, I'm afraid not. Aber ich hab's doch schon erhöht. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Nein, du noch, natürlich nicht. Ich dachte, du wärst hier der Boss, Auntie. Das solltest du doch zumindest. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room. For all the times Dr. Williams misplaced his. Sie hat den verdammten Schlüssel. Ah. Ein vergesslicher Kerl war. Careless experimentation with medicinal substances does take its toll eventually. Okay. Chin up. Hello again. Ich bin hier, um eine Dosis Caffeinoid für Nyoka Ramandi abzuholen. Now that can't be. Ms. Ramnareem Wentworth has already exceeded the month's. Oh. Dear me. She does have another dose in her allotment. How did I miss this? Tja, mach dir keinen Kopf, Auntie. Du warst sicher sehr beschäftigt. My, but you are a doll.
Here's Neoka's Caffenoid. And if I know her, she's probably ready for it by now. Do take care of yourself, dearie. So, das haben wir erledigt. Jetzt sind wir fast auf dem aktuellen Stand. Ich muss ihn doch ganz kurz beklauen. So. Und zwar nehme ich ihre Brille, da ich sie cool finde. Und gleichzeitig noch den Schlüssel hierfür. Denn hier befindet sich noch eine Caffenoid-Dose. Die kann ich für mich selbst gebrauchen. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier war ein Ausgang. Hier haben wir noch was. So. Ja, schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das ist echt bitter. Also, echt bitter. Ich habe so viel erlebt. Ah, es tut mir immer wieder leid, wenn sowas passiert, aber na gut. Und jetzt gehen wir zu ihr und holen sie. Ah, the Charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? Business. All of the above? More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Und schon ist sie nüchtern. We're in business. Let's go. Freut mich, dass du uns dich uns anschließt. Great. Where to? Finden wir diesen Informationshändler. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. Und ab hier habe ich bemerkt, dass ich nicht aufnehme. So, denn ich weiß in etwa, wo sie hin will. Wir standen doch mal auf diesem Berg, wo wir die Mantikönigin gesehen haben und haben unten so einen seltsamen, geheimnisvollen Weg gesehen. Und da werde ich jetzt hingehen. Und da ich diese Troller nicht mit mir mithaben möchte, ne, werden wir sie auch nicht mitnehmen. Die wird mal schön da bleiben, wo sie hingehört. Sonst kackt sie nämlich ab. Ich hasse es, wenn meine Leute sterben. Crew report. Neoka is drunk. Surprise. Super. Gerade ist eingetroffen und schon ist sie betrunken. Bevor wir schlafen gehen, sollten wir auf jeden Fall nach Fallbrook. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. So, dann gehen wir schlafen. Autsch, autsch. Und dann gehen wir was trinken. So sparen wir mal ein bisschen trinken. Was für eine Verschwendung. Aber ich habe zum Glück ein bisschen Wasser gekauft. Und dann essen wir noch was. Okay, hier haben wir noch mehr Essen, ne? K.O.-Riegel, zack. Purple Berry Lunch, zack. Was haben wir hier noch? Antibiotika-Creme. Was ist das? Beans. So, schon sind wir voll. Sehr schön. Und jetzt ist unser Team tatsächlich komplett. Was hat sie da? Ist das ein Fisch? Ich will es gar nicht wissen. So, habe ich die Quest ausgewählt? Es gibt gar keine Quest. Ich habe jetzt die Quest ausgewählt, damit keine angezeigt wird. Denn das, was wir jetzt machen, ist selber suchen. Oh, wir haben Joker dabei. Ja, gut, probieren wir es mal. Can we talk? Was ist los? Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed. And I could use the help. Okay, danke für das Kompliment. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me,
they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Ich fühle geehrt, dass du mich fragst und ich helfe dir gern. Was, von was für Gefahr reden wir hier überhaupt? Nothing I can't, we can't handle. Na gut, raus damit. I used to run with a band of hunters. Friends. Six of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen two of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. Was brauchst du dafür? First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to Barry. Und wo ist dein Zuhause? A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a mana queen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Okay, klingt nach Spaß. Thanks, Cap. Okay, Nyoka. Oh, die Waffe kannst du behalten, ja. Grundleben ist ganz gut. Rüstung ist ganz gut. Das ist auch ganz gut. Dann nehmen wir das noch. Also, das geht nicht. Okay, Nyoka. Dann geben wir dir mal ein bisschen Rüstung. 33 hast du derzeit. Das ist ein cooler Helm. Den hätte ich gerne. Deshalb legendär. Schaden gegen Kreaturen. Den nehme ich. Hier, du darfst diesen Helm hier haben. Ja, tschüss, Langwaffen. Hallo, Schaden kriegen Kreaturen. Ist der Helm cool oder ist der cool? Alter Schwede, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. So. I'm going. Dann muss ich dir noch sagen, wie du umgehen sollst, ja? Also, Entfernung weit. Waffe. Fernkampf. Modus. Defensiv. Dann hoffen wir mal auf das Beste. Du bleibst da jetzt aber nicht stehen, oder? No can do, Captain. Sure thing, Captain. Okay, ich kann sie irgendwo hinstellen, wenn es zum Kampf geht. Auch ganz lustig. Okay, wir kriegen das hin. Yoka, wo müssen wir hin? Tragische Trooper. Okay, da hinten geht's hin, ja. Um die halbe Welt. Dann testen wir mal unsere neue Waffe. 900 ist, glaube ich, ganz gut. Gegen Menschen. Ich geh ab, wa? Wie Schwitzkatze, du. Und mit diesen Schaden an Kreaturen. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear. 700? Oh, meint die Königin. Don't mess with us.
Das war's mit ihr. Oder können wir gleich kurz mal hier in die Ecke reinschauen? Die Waffe ist gut. Schießt wirklich schnell. Gefällt mir. Sie hat nur die falschen Mods drauf. Weil das war jetzt 600 Schaden, 700 Schaden, ne? Wenn wir jetzt aber unsere normale Sniper rausholen, das war, welche war das denn? 17? War das Level 17? Jagdgewehr Ultra? Das ist die einzige, die wir hier noch haben, oder? Ne, hier. Brauche ich nur noch eine Manti. Oh, oh. Guten Tag. Lass sie in Ruhe. Ich weiß, warum ich nicht so viel Schaden mache. Weil ich sie dabei habe. Sie ist der Fehler im Programm. Relaisstation Zugangscode. Okay. Muss ich das auch noch organisieren? Na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Wenigstens Relais-Zugangs-Irgendwas-Code. Werde ich organisieren. Aber erledigen wir mal ihre Questreihe, damit ich wieder Schaden mache. Weil das ist ja... Ja gut, aber es war trotzdem immer noch mehr Schaden als... Mit der Waffe. Ist doch eigentlich genau dieselbe. Ist eigentlich genau dieselbe. Ja, das ist dieselbe. Nur beide macht halt mehr Schaden. Okay, sie ist auch Stufe 22. Na gut. Dann macht das ja keinen Sinn. Und ansonsten haben wir noch den Gedankenkontrollstrahl, den wir testen müssen. An irgendwelchen Banditos. Aber erledigen wir mal ihre Quest, damit wir sie loswerden. Ansonsten könnte das ein bisschen anstrengend werden. Wir lassen mal die Kreaturen hier leben. Einfach nur so schnell wie möglich die Quest hinter mich bringen. Irgendwer ist hier noch. Ich glaube, das war der. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Wie der Speer mich einfach nicht gesehen hat. Lol. Toller Speer bist du. I call this rotting river, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Others the slope up. If you're up for some fun, let's chat. Irgendwas ist hier. Ach, ein kleiner Mythos. Und noch ein Mythos. Wenn ich ihn treffen würde. Wieso habe ich gerade radiofreies... Ach so, ah, sie hat mir die Info gegeben. Hm, ich verstehe. Ah, this factory offers the loveliest aromas. Like if you cooked forest over a sulfur pit. Fakt ist, wir müssen wahrscheinlich an die Mantis vorbei. The caves back east are safest.
Ja, red du mal. Die sind überall, diese Mantis. Ich würde gerne Kämpfe vermeiden. Dein Ernst? Raps. Let's clear the sulfur sun fucks out, so. Okay. Hast du meine Waffe oder du? Du hier warst meine Waffe, ne? Du bist Stufe 17 und du 24. Pace can rest in peace. Ja, ich glaube nicht, dass ich so viel Schaden mit dem Ding anrichten kann. Oh! Das ist der Bonusschaden gegen Kreaturen, glaube ich. Oh nein. Ich muss nachladen. Okay, mehr wollte ich nicht. 1900 ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Da kriege ich bestimmt noch bessere Werte, wenn sie erstmal weg ist. Ja, ich finde das echt schade mit den Wissenschaftswaffen. Es ärgert mich, dass ich da keinen Speicherstand mehr gefunden habe, um das zu rekonstruieren. Der letzte wäre 2 Stunden her gewesen, mindestens. Ich glaube sogar noch länger. Und das wäre keine Option für mich, weil ich könnte niemals alles rekonstruieren, wie es jetzt ist. Und deswegen akzeptieren wir es einfach, dass diese 20 Minuten fehlen. So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein. Ciao.